Du hast einen Dunkelpfeil drin. Aha. Sehe ich irgendwie keinen Unterschied. Was? Ja. Wo hast denn du die Pfeile? In der Werkzeug- und Waffen. Aber nicht so viele. Ah, hier. Okay. Mich interessieren, was die an Schaden machen. Cydia, wo bist du? Alter, die sehen ja richtig krass aus. Nice. Vielleicht mal einen Screenshot machen, wenn es nicht mehr dunkel ist. Ah, sehr gut, hier kann ich das noch besser zumachen. Das ist eigentlich gar nicht so cool. Ja, das macht sich nice, die Stacheln. Sieht cool aus. Und das erfüllt auch noch einen Zweck. Wenn man da drankommt, dann baut man Torpor auf, ne? Mhm. Na, guck mal. Nee, das ist nice, das gefällt mir. Dafür müssen wir noch ein paar mehr machen, auf jeden Fall. Ich kann jetzt aus Lichtstein und Dunkelstein Chaos-Essenz machen. Okay. Das kann man auch in die Turrets reinmachen. Mhm. Also, dir wäre es wahrscheinlich lieber, dass ich die ganz oben hin mache, ne? Fände ich schick. Weil wir müssen unten trotzdem auch ein paar Altare hinsetzen, nur wenn die uns angreifen und oben alles kaputt machen, was ja sehr schnell geht. Das stimmt. Hier, ich muss ja sagen, hier dieser Nebenraum würde mir auch gut gefallen. Ich finde es hier eigentlich schöner. Das hier hinzusetzen irgendwie. Ich mach die erstmal hier hin. So, aber nicht so, dass es rausguckt. So, Bett Nummer 1. Wollen wir, ich mache ein Doppelbett raus, okay? Was? Ja, ich habe ein Doppelbett gemacht. Alter, sagt man doch als Mann nicht nein, wenn die Frau schon so offensichtlich. Vorangeht. Ja, so, Moment. Altar. Schauen wir hier mal einen hin. So, dann würde ich hier noch einen hinsetzen. Und unten würde ich auch noch einen hinsetzen. Dann. So. Und unten noch einen hin. Tür zu. Alter, Alter, Alter. Ah, cool, ich kann den direkt nebeneinander. Ach, kann ich die ineinander bauen sogar? Man kann die ineinander bauen, die Altare. Hm, praktisch. Also, ich schlaf im Raum. Bin müde. So. Wollen wir schlafen bleiben? Ja, lass mal schlafen gehen. Ich sag dir, jetzt kommt gleich ein Babyzwerg raus. Das heißt, der Dir ist dann wieder da. Snail? Ach, du meinst, Snail ist unser Erzeugnis? Er weiß. So, ich geh jetzt. Oh yeah. Boah, du schnarchst ja richtig. Ah, du stöhnst. Ah, du hörst das? Ja. Wenn du hörst, was ich mache, höre ich, was du machst. Wow, Sabine, echt. So. Okay. Verrückt. Alles klar, ich mach mal noch, einen Sammel von hier, einen coolen Pfeil und dann können wir eigentlich versuchen, noch einen Nitalk zu bekommen. Aber dann packe ich mal meinen Paraglider wieder hier in den Schrank, weil. Ach ja, den Paraglider, ja komm, wir warten auf sie dir, aufs Melf. Oh, falls wir sterben, will ich die nicht dabei haben. Aber mich ärgert, dass ich das Dach noch nicht fertig, dass ich das davon noch nicht fertig gemacht habe. Das mache ich jetzt noch schnell. Ein Schäfchenzauber, Melf. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Ich brauche. Wow, wow, wow! Da ist irgendwo jemand. Die schießen. Was schießen die denn? Kann ich aufspringen? Leider nicht. Oh, ich glaube, hier ist irgendwo jemand. Ah, das ist ein Skelett. Okay, und geht auf mehr Horn. Alles klar. Und wieso schießt das jetzt nicht mehr? Das würde mich auch mal interessieren. Also, weil der dahinter steht. Moment, hat er schon Schaden bekommen? Ja, cool. Jetzt schießt wieder. Nice, das funktioniert. Richtig cool. Also muss auf jeden Fall deutlich mehr damit kommen. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon. Also, da haben wir es. Ah, so ein Ding. Jetzt
schon gefragt. Ja, hier ist gerade ein Skelett gewesen und unser Turret hat sogar geschossen. Macht jetzt nicht so unfassbar viel Schaden. Weiß ich, muss mal ein bisschen mit der Munition mal rumexperimentieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Blitze zum Beispiel deutlich schneller schießen. Ich weiß es nicht. So, einfach mal gucken. So, okay, jetzt baue ich mal schnell hier. Ich habe jetzt alles da. Ich baue das jetzt mal vorne noch fertig. Oder wir nehmen doch einen Vogel und einen Panther. Ja, guck mal. Ist das denn weit weg, wo du das gesehen hast? Nee, das war nicht weit weg. Ich weiß aber nicht, ob der noch da ist. Ist halt schon ein paar Stündchen her mittlerweile. So, jetzt müsste es vorne auch besser aussehen wieder. Ich habe das Haus jetzt quasi eins nach vorne gebaut, mehr oder weniger. So, hier hätte ich aber auch gerne einen Zugang. Das mache ich aber später dann. Wie lange baust du denn noch? Ich bin fertig an sich. Wollte ich mir nur nochmal angucken. Ja, das ist besser so. Mann. Ich bin mal wirklich auf die Burgstrukturen dann gespannt. Ich auch. Das ist bestimmt voll cool. Ja, schauen wir mal. Ah, ich will auf jeden Fall mehr von diesen spitzen Dingern. Hier. Sind super. So. Also aggressiv. Aggressiv. Die sind auf jeden Fall nicht auf aggressiv eingestellt. Jetzt sind sie auf aggressiv. Da muss stehen, dein Ziel angreifen, dann sind sie auf Akku. So. Okay, also gehe ich jetzt auf Scar und du auf den Vogel, oder was? Können wir machen. Okay. Ich brauche halt jetzt noch Pfeile hier. Tame Pfeile. Wir sind in der Tame. Da hast du viel gemacht. Ich war voll produktiv. Oh. Ich nehme mal so 90 mit, oder? Das ist zu viel. Ich würde das auch so machen, ja. Nimm ruhig mit. Alles klar. So, alles klar, Leute. Wir wollen jetzt einen Nidhogg tame. Na gut, dann machen wir so. Ich gehe auf Scarfield und auf den Vogel. Soll ich dann auf Denki? Ja, den ist besser. Der hat deutlich mehr Ausdauer. So, und du spähst dann quasi nach dem Nidhogg. Also erstmal folgst du mir und ich sagte dann ungefähr, wo ich den gesehen hatte. Komet. Ah, ich hab schon wieder. Ja, jetzt. Ja, der lebt nicht lange, glaube ich. Okay, der Geist ist mit 4. Halt. Der war 104 gewesen. Und hier ist noch ein Skelett. Da war auch ein paar Scheiß drin in dem Rad. Also ein paar Elemente. Ja, unser Kopf stirbt gleich hier. Wie treffe ich den nicht? Okay, also das war knapp gewesen. Wir müssen Katzi reinbringen. Fast tot. Okay. Krass. Wow. Ja, sag ich ja. Oh, mehr Horn auf aggressiv, der hält deutlich mehr aus. Denki. Ist der schlaueste von allen. Weil er so viel denkt? Ja. Letzte Nacht, da haben sich die beiden Köpfe gestritten. Wer der schlauste ist von beiden. So, okay, dann komm mal mit. Bleib an mir dran. Bist du viel schneller als ich? Bist du überhaupt schneller als ich? Nö, ich bin nicht schneller als du. Ich kann ganz gut mithalten, glaube ich. Okay, alles klar. Gucke. Stehen bleiben. Ist einfach mit dem Vogel.
Muss mal gucken, ob du auch X drücken kannst über Arc. Ha, stimmt. Ich gleich mal aus. Ja. War jetzt nur so ein Tipp gewesen. So ruckelt immer noch. Ach, voll schön hier. Guck mal mit dem Weg. Ja. So. Okay, also irgendwo hier über der Wiese. Von diesem Panda. Ah, das ist ein Adler. So ein High-Level-Panda würde ich auch noch mitnehmen. Der ist ein 28. Ja, ein Adler über 100 würde ich auch mitnehmen. Guck einfach ein bisschen rum dann. Wie die kommt denn hier? Wie sehen denn diese Nidhoggs aus? Nur mal eine Oh, kein Stamina mehr. So ähnlich wie die Wiefern. Okay. Eigentlich. Okay, ich muss doch noch ein bisschen ausdauern mit der Skill. Bin cooler. Nidhogg Level 12? Das ist zu laut. Jetzt weiß ich immer, wie sie aussehen. Ich weiß nicht, hier sind ganz viele Nidhoggs, glaube ich. Wo ich bin. Ich bin immer noch auf der Wiese. Ich auch. Ich bin ein Stück weiter geflogen am Fluss lang wieder zurück. Ja. Der ist Level 104. Ja, den will ich haben. Ja. Wo bist du denn gerade? Ein Stück nach links. Siehst du mich? Am Fluss lang. Sind die aggressiv eigentlich? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Aha. Doch. Okay, dann locken her. Ich glaube, eben ist ein anderer hinter mir. Ja, dann musst du nur zu mir kommen, dann tötet man den eben. Hier, da bin ich. Flieg weiter. Jetzt hat er abgelassen. Okay, die haben keine große Akku-Range. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, den 104er ranzuziehen. Probier das mal. Ohne, dass die anderen kommen. Ja, ich würde einmal kurz zu dir... Ist das der da oben fliegt, zufällig? Der hinter mir direkt ist es nicht, glaube ich. Moment, ich guck nochmal kurz hoch. Wir sehen ja alle gleich. Aber ich bleibe jetzt hier stehen, versuch den mal herzulocken. Du bist ja schneller als die, glaube ich. Zumindest gegen die KI. Das ist der Level 12er? Soll ich den mal herlocken? Nee, den 104er. Ah. Ja gut, dann locken her, dann muss ich ihn töten. Muss da direkt neben mir landen. Der kommt, glaube ich, gar nicht so weit runter. Alter, die klingen ganz krass. Okay, jetzt gerade etwas zu essen bekommen. Hat der viel Schaden gemacht? Nö. Das hielt sich in Grenzen. Ah, der war ja wohl jetzt lau. Das ist eine Wiefer Level 108 Wiefer. Könnte man gleichzeitig auch noch mitnehmen. Ah, lass erstmal. Hier ist noch ein Nidhogg. Welcher ist das? Level 104er. Okay, den her. Ich glaube, ist an mir dran? Ja, ist an mir dran. Okay, du musst jetzt an sich hier landen. Was? Aber noch auf Akku. Da ist Akku, ne? Ich habe mal auf passiv gepfiffen. Okay, ich habe hier gelandet. Die im Baum ist hier, hä? Ah ja, guck mal, ja. Er hat sich im Baum festgebackt. Der Noob. Komm, voll langsam. Jetzt kann ich schießen. Da ist ein Panther. Okay, da ist jetzt Akku. Wenn der Panther kommt, musst du Bescheid geben, ne? Soll ich auf den Vogel und zugucken? Oder soll ich den Panther töten? Töte den Panther ruhig. Der Nidhogg will wegfliegen. Ne, du musst den Nidhogg wieder ranholen erstmal. Achso, jetzt will ich gerade den Panther töten. Dann töte erstmal den Panther. Warte mal, der kommt jetzt runter. Ich muss ja übelst aufpassen. Okay, der greift mich jetzt, glaube ich, an. Oder auch nicht. Nee, du musst ihn wieder runterholen, der kommt nicht. Oder jetzt, vielleicht.
Wow, oh, was macht der? Voll langsam? Ach du Scheiße. Ja, der ist am Ende dran. Soll ich... ich hab's ja mal geschossen. Oh, Hilfe. Hier, voll langsam. Sehr gut. Happen. Ich muss eben Kugel eine austauschen. So. Okay. Ah, meine Pfeile brechen. Ah, irgendwas zweites ist da noch. Ah, das ist eine Wiefern. Okay. Jetzt will er wieder wegfliegen. Wenn er so hoch ist, sieht man den nicht, ne? Soll ich dich mal grabben und dann kannst du auf ihn draufschießen, ja, und mal fliegen? Ich weiß nicht, wo soll ich denn die Pfeile dann... Der kommt jetzt wieder, glaube ich. Er kommt wieder, kommt wieder. Oh, hier ist noch so ein Nidhogg auf dem Boden. Direkt neben unseren Tieren. Nee, das sind die Wiefern. Nee, nicht der. Da hinten war dein Tieren. Kann sein, dass man für den Nidhogg auch echt so ein Taming-Gehege bauen muss, ey. Taming-Gehege? Naja, wie bei Ark, dass du die Tiere halt so einbaust. Dass du die sonst gar nicht richtig zähmen kannst, irgendwie. Weil die wegfliegen und so. Oh, schau. Erstmal müssen wir ein Zeug bekommen. Hast du Betäubungskugel? Ja, hab drauf gehauen. Okay. Hat er dich geflappt? Nee. Weiß nicht. Ist ja gerade so aus. Ja, hat sich auch so angefühlt. Ha! Ich muss ja irgendwie weg. Ist der schneller? Ja. Verlangsamt. Und meine Kristallkugel ist kaputt. Krasse Viecher, ey. Upsi. Weg. Mach mal meine Kristallkugel neu. Ich glaube, er versucht wieder wegzukommen. Ah, dass die Reichweite so begrenzt ist von den Taming-Fallen nervt. So, jetzt kommen wir wieder. Na komm, ja, mein Guter. So. Was? Ah, mein Bogen ist kaputt. Ah, ich habe noch einen zweiten dabei. Verlangsamen auf jeden Fall. Hab ich gerade. Okay, sehr gut. Ist er das da? Nee. Oh nein, da hinten ist ein Nidhogg, der greift unsere Tiere. Ja, kein Problem. Guck mal, der Nidhogg ist killt den. Das ist eine Stufe 1. Nee. Muss einfach verlangsamen weiter. Das darf ich nicht. Ah, verdammt. Nidhogg ist down. Ah, Mist, das war was kaputt gegangen. Shit. Ich hab ihn verlangsamt. Nee, ich hab mich erwischt. Hast du die Akro? Nee. Wo ist er? Da oben. Der fliegt jetzt weg, glaube ich. Jetzt kommt er wieder. Wenn der auf einen zufliegt, kann man den relativ gut treffen mit dem Zauber. Keine Ahnung, ob ich ihn erwischt habe. Ich mach nochmal. Jetzt hab ich ihn erwischt. Nee, auch nicht. Ich hab ihn, glaube ich, oder? Sehr gut. Oh, ich bin fast immer noch ein bisschen schnell. Dann habe ich ihn nicht erwischt. Verdammt, ich bin gleich tot. Ist er verlangsamt? Okay, dann respawn und schnell herkommen wieder. Nehmen wir einfach einen anderen Vogel. Ja, meine Rüstung war kaputt. Ah, fuck, meine Kugel ist im Arsch. Reloggen, das gibt's doch nicht. Oh, bitte landet doch endlich mal.
nicht mehr viel von langsam Zauber, so langsam knapp. Nein, ihr Bogen hält noch. In meiner Leiche sind auf jeden Fall noch welche. Ich weiß nicht, deine Leiche finde ich jetzt nie im Leben. Glaube ich. Hm. Oder? Doch, ich hab sie. Okay, ich nehme mal noch welche von dir raus hier. Ja, mach. Okay. Ah, dann einfach neue mit. Eigentlich wäre es voll die gute Strategie, den in so ein Schaf zu verwandeln und in der Zeit, wo er ein Schaf ist, schnell um ihn irgendwas drum zu bauen und wenn er sich wieder zurückwandelt, kommt er nicht mehr weg. Das ist eine gute Idee. Er muss ja nur irgendwie so ein bisschen sich bewegen, damit der Torbock, ich glaube nicht ganz so viel. Ich hab ihn! Er ist betäubt! Echt? Ja, er schläft. Oh, wie gut! Der hat jetzt schon 2900 Leben! So. Oh. Okay, Trog? Hatte ich, glaube ich, auch im Inventar. Ich kann sogar einen machen. Ja, ich mache jetzt einfach einen. So, und die werden ja auch Fleisch essen, ne? Ich denke schon, ja. Da alles im Griff, dann würde ich einmal kurz in die Stadt fliegen und gucken, ob ich mir dieses Kibbel kaufen kann. Jo, schau mal. Oh, ich bin umzingelt von Schafen. Ich hatte Angst bekommen. Oh, voll cool. Oh, der klingt voll respekteinflößend, ich sag's dir.